Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir und wir sind bei wichtigen Klassen und Strukturen. Und heute geben wir uns die Klasse String. Die haben wir schon ein paar Mal verwendet. Ein String ist eine Zeichenkette. Ja? Und damit kann man ein paar Sachen machen. Da kann man zum Beispiel sagen, Zeichenkette 1. Richtiges Fenster müssen wir wieder auswählen. String, ja, Zeichenkette 1 ist gleich New String. Klammer auf. Vielleicht soll ich das. Hallo. Ja, so. String. Zeichenkette 2 ist gleich New String. Groß schreiben wir das. Miteinander. Ja, jetzt habe ich zwei Zeichenketten definiert. Das lasse ich mir ausgeben. WriteLine ZK1 und WriteLine ZK2. Schauen wir uns an, was da rauskommt. Ja, ich meine, es wird keine große Überraschung werden. Da steht jetzt Hallo miteinander, so komisch untereinander. Ja? Es gibt zum Beispiel eine Methode, da kann ich sagen, okay, ich mache einen String Z3 und der soll sein, erweitern. Ja? Concat gibt es da. Zum Beispiel String.concat. Und da mache ich Zeichenkette 1 und Zeichenkette 2. Das fügt zwei Zeichenketten zusammen. Ja? Und dann lassen wir sie das wieder rausgeben in String Z3. Und dann sehen wir eh, was da ZK3 natürlich. Zeichenkette 3. Und dann sehen wir eh, was da rauskommt. Ja? Play. Hallo miteinander. Das ist der ZK1, das ist der ZK2 und das ist der ZK3, der ist zusammen. Ja? Der ist zusammen. Ja. Oder man kann zum Beispiel auf Gleichheit überprüfen. Ja, ich kann zum Beispiel sagen, console.writeLine, ja, ZK1, String.compare, Klammer auf, Klammer zu. Und da machen wir ZK1 und das vergleichen wir mit Ja. Und schauen wir mal, was da rauskommt. Ja? Schauen wir mal, was da rauskommt. Ich vergleiche das mit Ja und da steht jetzt minus 1 drinnen. Minus 1, okay. Das heißt offensichtlich nicht klein. Also nicht gleich. Ja? Wenn ich das Zeichenkette 1 mit Ja angebe, jetzt sollten sie ja gleich sein. Jetzt steht ja, ja, 0. Aha, 0 ist also gleich. Ja. Was ist, wenn ich ein kleines Ja angebe? Ist es wieder nicht gleich, ist wieder minus 1. Also es wird zwischen Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden. Und deswegen könnte man zum Beispiel auch machen, String ZK4 ist gleich ZK1 Punkt. Ja. Und jetzt machen wir toUpper. toUpper. Siehst? Und jetzt vergleichen wir ZK4 mit Ja. Jetzt wird das, schau, jetzt ist wieder 0, ja, obwohl der String so aussieht. Ja, natürlich kann ich das, ist schon das ein bisschen komplizierter, also ich kann das gleich da reinschreiben, ja, so. Vielleicht sinnvoller, wie wenn ich eine neue Variable anpatze. Strichpunkt ist natürlich falsch. Ja. So, jetzt geht's los und ist wieder 0. Ja. Also ich mache das einfach to uppercase. Ja. Und mal zum Beispiel, schauen wir uns das an. String to upper. Und das ist ZK1. Punkt
Du Lower, gibt's natürlich auch. Dann ist alles klein geschrieben. Schauen wir uns die zwei Sachen an. Du Upper, ja. Du Lower, ja, klein geschrieben. Und eigentlich steht ja einmal ein großes J und ein kleines A drinnen. Also so funktioniert das. Ja. Da gibt's dann weitere Sachen. Da gibt's zum Beispiel ends with, starts with, ja, und so weiter. Ja. Also diese Stringklasse mit Zeichenketten kann man einiges machen. Ja. Also das wird eigentlich häufig verwendet, ja, zum Beispiel, ja, also dieses Upper und Lower, das verwendet man üblicherweise, um dann irgendwelche Texte zu vergleichen oder so, ja, weil dann hat man irgendwo ein Shift vergessen oder zwar große Anfangsbuchstaben, auf einmal ist es nicht gleich und so weiter. Das ist dann ein gutes Mittel an und für sich, dass man das zur Gleichheit bringt, eben mit dem Compare zum Beispiel, ja. Also man kann zum Beispiel auch das Compare, das funktioniert übrigens auch so, man braucht das nicht so aufrufen, du Upper, Punkt, Compare du, Klammer auf, Klammer zu, ja. Und da drin, sagen wir jetzt, ja, so könnte es ebenfalls funktionieren. Ja. Schauen wir uns das an, 0, ja. Kommt wieder 0, und was ist, wenn ich da das jetzt auf alle Fälle falsch mache, ja, ist 1. Aha, jetzt ist 1. Ja. Also 0 heißt immer, es ist gleich. Was ist denn das? Sehe ich ja gar nichts mehr. Ah doch. Ja. 0 heißt immer, es ist gleich. Also machen wir da to lower. Spaßeshalber, jetzt müsste es wieder gleich sein und es ist wieder 0. Passt. Ja. Also so funktionieren diese Stringklassen, ja, Zeichenkettenklassen, viele, viele andere Klassen oder Dings, das haben wir eh schon gesehen, unterstützen dann ToString, das ist, wenn man es ausgeben will. Ja. Also das ist ebenfalls eine Zeichenkette, wird halt gerne verwendet, um eben Sachen darzustellen. Ja, die Stringklasse. Nächstes Mal sprechen wir über eine ziemlich wichtige Klasse, nämlich die Stream-Klasse, also Strom-Klasse. Was das bedeutet und was da drinnen alles ist, was man damit alles machen kann, das werden wir im nächsten Video sehen. Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.